Bevor ich über meine Fehler reden kann, muss ich erstmal sagen, was der Testdarf ist. Der Testdarf ist eine Prüfung, die ungefähr für das Niveau B2 und C1 geeignet ist. Das Besondere an dem Test ist, dass er spezifisch für das Studium ist. Das heißt, man muss beispielsweise beim Sprechen jemanden an der Universität anrufen, beim Hören und Lesen wissenschaftliche Texte verstehen und beim Schreiben Grafiken erklären. Wenn man die Prüfung mit mindestens 4 Punkten in allen 4 Testteilen besteht, hat man die sprachliche Voraussetzung für die meisten deutschsprachigen Studiengänge in Deutschland erfüllt. Das Gute daran ist auch, dass wenn man sich auf den Testdach vorbereitet, man sich gleichzeitig auch auf das Studium vorbereitet. Ich habe mittlerweile vielen Schülern dabei geholfen, den Testdach zu bestehen. Aber nicht allzu lange her habe ich selbst den Test abgelegt. Im Juni 2020 habe ich den Testdach geschrieben. Ich war so nervös, dass ich 3 große Fehler gemacht habe. Erstens habe ich mein Zulassungsschreiben nicht genau geprüft, als ich es bekommen habe. Das Zulassungsschreiben ist das Blatt, wo dein Name, die Passnummer und so weiter draufsteht. Man braucht dieses am Testtag, um zu zeigen, dass man sich angemeldet hat, bezahlt hat. Und dann können sie überprüfen, ob die Daten auf dem Blatt mit deinem Ausweis übereinstimmen und das Bild auf dem Ausweis wirklich deins ist. Naja, ich habe 20 Stunden vor der Prüfung gemerkt, dass ich damals einen Tippfehler gemacht habe und mein Name einfach falsch war. Grundsätzlich darf man das nur bis zu 24 Stunden davor anpassen. Zumindest war es zu der Zeit der Fall. Damals waren sie kulant und haben es dann doch geändert. Aber den Stress willst du nicht haben. Also überprüfe immer, ob alles auf dem Blatt stimmt. Mein zweiter Fehler war, dass ich die Aufgabe beim schriftlichen Ausdruck nicht genau gelesen hatte. Ich habe es so schnell gelesen und die Frage anscheinend falsch verstanden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Frage damals lautete, aber ich dachte, ich soll über die Lösung eines Problems schreiben, aber eigentlich musste ich über die Ursachen des Problems schreiben. Und dazwischen gibt es schon einen sehr großen Unterschied. Trotzdem ist es mir erst nach 40 Minuten aufgefallen. Für den Schreibenteil des Testdachs hat man ja auch nur 60 Minuten, um den Fließtext zu schreiben. Es war also schon zu spät, den Text komplett neu anzufangen. Ich hatte also nur 20 Minuten, um die eigentliche Frage zu beantworten. Ich habe so doll geschwitzt, ganz abgesehen davon, wie ich mich in den Wochen gefühlt habe, als ich auf das Ergebnis warten musste. Es war so schlimm. Ich wusste nicht, ob das, was ich in den 20 Minuten geschrieben hatte, reichen würde. Lies also die Aufgaben bitte mehrmals, besonders bevor man mit dem eigentlichen Schreiben anfängt. Wenn ich das früher gemerkt hätte, wäre es natürlich nicht so schlimm gewesen. Der dritte Fehler ist nicht spezifisch zum Testdarf, aber es ist trotzdem wichtig. Ich wusste nicht genau, wie ich dahin fahren würde an dem Testtag. Ich war damals Au-pair und habe mit einer Gastfamilie gewohnt. Meine Gastmutter hatte angeboten, dass sie mich fahren könnte, wenn der Tag gut läuft. Also wenn keine Kinder krank wären und es keinen Notfall bei der Arbeit gäbe. Das war also mein Plan A sozusagen. Mein Plan B war aber, mit den Öffis zu fahren.
Am Abend davor habe ich gedacht, dass alles in Ordnung wäre und dass ich gefahren werde. Aber an dem Morgen ist nichts gut gelaufen. Die Kinder sind spät dran gewesen, als sie zur Schule gingen, und alle waren irgendwie schlecht drauf. Bis zur letzten Minute war es unklar, ob ich mit der Bahn fahren würde. Das war so anstrengend, dass ich gefühlt schon kaputt, also müde und erschöpft war, als ich beim Testzentrum ankam. Das war kein guter Zustand. Deswegen würde ich allen empfehlen, einen guten Plan zu haben, wie man am Testtag zum Testzentrum hinkommen wird. Der Test kann stressig genug sein. Du brauchst also keinen zusätzlichen Stress. Wenn du dich auch auf den Tester vorbereitest, kann ich dir dabei helfen. Man merkt, dass diese Fehler, die ich aufgelistet habe, mir mehr Stress bereitet haben. Ich habe den Test bestanden, aber es musste wirklich nicht so stressig sein, wie es gewesen ist. Eine Sache, die dir eben auch helfen kann, ist, einen Vorbereitungskurs zu machen. Mache also einen Termin mit mir aus, wenn du Interesse daran hast, dich mit mir vorzubereiten. Bei der Erfolgsakademie bereite ich dich auf den TestDaF, das Studium und das Leben in Deutschland vor. Ich würde mich freuen, wenn du mitmachen würdest. Also mach gerne einen Termin aus. Der Link findest du unten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!